Iniziamo. Iniziamo. Allora, Guten buonasera. Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesem Treffen zur Vorstellung des Romans Una storia quasi solo d'amore, fast nur eine Liebesgeschichte. Dies ist das vorletzte Treffen, das im Rahmen dieser so aufwendigen Ausgabe der Frankfurter Buchmesse organisiert wird. Prima di iniziare, Bevor wir nun offiziell beginnen, möchte ich zwei technische Hinweise bieten. Diese Begegnung findet auf Italienisch statt. Es gibt aber eine Simultanverdolmetschung auf Deutsch. Unsere deutschen Freunde, die lieber die deutsche Fassung hören wollen, müssen einfach auf den deutschen Kanal gehen. Sie müssen die Funktion Verdolmetschung aktivieren. Einige Zuschauer haben auch den Wunsch geäußert, und ich grüße hier Caroline, den Wunsch, also innerhalb des Chats ihre Fragen äußern zu können. Während dieses Dialogs werden wir die Chat-Nachrichten lesen, prüfen und dann in den letzten 10 Minuten versuchen, eine Antwort zu geben. Jetzt begrüße ich aber Paolo Di Paolo, der virtuell aus Rom zugeschaltet ist. Herzlich willkommen in Frankfurt. Vielen Dank für das Erscheinen aufgrund unserer Einladung. In den letzten 8 Monaten bist du ja ein Profi im virtuellen Bereich geworden. Wer ist eigentlich Paolo Di Paolo? Wenige, die ihn noch nicht kennen, denen sage ich das jetzt. Er ist ein junger Schriftsteller. Wir können ihn immer noch als jungen Schriftsteller betrachten. Du hast aber schon ganz jung angefangen zu schreiben. Du schreibst in unterschiedlichsten Gattungen. Du bist hochaktiv in der Kultur, nicht nur als Romanschriftsteller. Du schreibst Romane für Erwachsene. Ich finde es fantastisch, dass du auch für Kinder schreibst, dann auch für Jugendliche. Vielleicht kannst du uns etwas zu den Unterschieden zwischen diesen Gattungen sagen. Du hast Interviewbücher geschrieben. Du begeisterst dich auch für das Theater. Du bist ein Journalist, du bist Dozent. Du bist also wirklich in verschiedensten Bereichen tätig. Du leitest auch als Moderator La Lingua Batte, das die Sprache in verschiedenen kulturellen Bereichen zum Thema hat. Heute sprechen wir aber über fast nur eine Liebesgeschichte. Una storia quasi solo d'amore. Hier sehen wir die beiden Bücher. Die Übersetzung konnte erfolgen dank eines jungen Verlages, wenn ich das so sagen darf, der Non-Solo Verlag. Er ist mutig genug gewesen, den jungen Schriftstellerinnen und Schriftstellern eine Stimme zu verleihen, wie du es eben bist. Und auch überhaupt die zeitgenössische italienische Literatur etwas besser bekannt zu machen, um insbesondere dann auch den Markt der Zutritt zu ermöglichen, der leider immer noch stark durch traditionelle Vorstellungen geprägt ist. Vielleicht darf ich zwischendurch noch einfügen, ich möchte hier insbesondere die Geschäftsführerin begrüßen, Alessandra Balesi Hansen. Am Montag ist in der FAZ ein hochinteressanter Artikel erschienen über diesen Verlag, auch mit einem ganz schönen Foto der Geschäftsführerin. Also, lieber Paolo, ich überlasse dir nun gerne das Wort. Se realmente è d'amore o non è d'amore. Ist das nun eine Liebesgeschichte oder eine fast nur Liebesgeschichte? Zunächst einmal vielen Dank, Laura. Danke an die Buchmesse, die es ermöglicht hat, dass wir diese digitale Veranstaltung abhalten können. Es stimmt, ich bin mittlerweile sehr gut gerüstet für diese Online-Konferenzen.
Leider begann ja schon im März der erste Lockdown. Viele Schriftsteller haben eine Art Ausweg gefunden angesichts all dieser verschiedenen Verpflichtungen, Termine, Auftritte, Lesungen gefunden. Wir haben natürlich hier auch uns bei Zoom eingeloggt, um das zu ermöglichen. Ich freue mich außerordentlich, heute Abend hier zu sein. Vor einigen Jahren ist das Buch ja schon in Italien erschienen. Es ist aber jetzt ganz frisch aus der Druckpresse des Non-Solo-Verlages herausgekommen. Ich freue mich sehr, dass dies gelungen ist. Ich bedanke mich bei der Übersetzerin Christiane Burkhardt, die das ins Deutsche übersetzt hat. Und mir scheint es wirklich eine wunderbare Idee dieses Verlages. Aus Deutschland heraus kümmert sich dieser Verlag um die junge italienische Literatur. Etwas von dem kompliziertesten überhaupt an diesem Buch war es, den richtigen Titel zu finden und dann auch auf den Umschlag zu setzen. Wir haben hier zwei Adverbien hintereinander im Italienischen, non solo. Es scheint hier unterstellt zu werden, dass es nicht nur um eine Liebesgeschichte geht, aber auch nicht nur um eine Liebesgeschichte. Viele Geschichten sind eben auch eine Liebesgeschichte. Diese beiden Adverbien, non solo, nicht nur, schimmert schon durch, dass es nicht nur um dieses Thema geht. Mir scheint also, es ist auch ein existenzieller Roman. Als ich begann, deinen Roman zu lesen, musste ich sofort denken an ein wirklich herausragendes Gedicht, nicht nur der italienischen, sondern auch der Weltliteratur. Von Luigi Pirandello, den müssen ja die Deutschen auch kennen, denn er hat ja auch in Bonn studiert. Ich fühlte mich ganz stark erinnert, als stünde ich in der Mitte einer Bühne. Du hast ja auch für das Theater geschrieben und du hast dich hier bewusst entschlossen, das Theater zur Hauptgestalt zu erheben. Du hast diese beiden Hauptgestalten, die sich da bewegen, in eine Art Bühnengerüst gestellt. Eine reale Bühne, aber zugleich auch eine Bühne, die irgendwie auch den Alltag des Lebens wiedergibt. Was hat dich eigentlich dazu motiviert, die Handlung deines Romans in die Welt des Theaters zu verlegen? La vita è un po' come una commedia. Non importa quanto è lunga, ma Seneca hat ja auch gesagt, das Leben ist wie eine Komödie. Egal wie lang sie ist, darauf kommt es nicht an, sondern wie gut sie aufgeführt wird. Warum eigentlich eine Bühne? Nun zunächst mal, ich hege eine große Leidenschaft für das Theater. Seit Urzeiten schon. Schon als Kind hatte ich zwei herrschende Leidenschaften vor der Literatur, nämlich zunächst mal der Comic und dann auch das Theater. Ich hatte diese beiden Riesenschinken mit Theatertexten. Hier wurden die Komödien Molières oder die Dramen Shakespeares dargeboten. Mich faszinierte das so sehr, dass ich mich häufig verkleidete innerhalb unseres Haushaltes. Ich träumte sogar davon, einmal Schauspieler zu werden, was ich zum Glück nie gemacht habe. Aber ich habe wirklich eine starke Bindung ans Theater als Zuschauer. Und ab und zu schreibe ich auch für das Theater. Ich erweitere somit meinen Horizont als Autor. Für mich aber hat das noch eine tiefere Bedeutung in diesem Fall, denn ich spüre im Theater und auch vor allem im Laientheater, also das Theater, das von nicht professionellen Schauspielern dargeboten wird, Menschen, die einfach Lust haben, auf die Bühne zu steigen. Dieser Raum schien mir sehr verlockend, um eben auch ein bisschen wie Pirandelli einen Maskenumzug zu veranstalten. Die Tatsache eben darzustellen, dass wir uns beständig Masken anziehen. Diese Senioren, die sich in einen Theaterkurs einschreiben und die als Lehrer einen Trainer finden, der sehr viel jünger als sie ist. Das ist also eine vollständige Umkehrung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses. Üblicherweise sind die Lehrer ja die Älteren. Hier dagegen ist es der Jüngere, der die Älteren lehrt. Die Tatsache aber, dass die zugewiesenen Rollen aus einer Komödie von Marivaux
Also der erste Probetext. Die Tatsache ist eben hier, dass ganz junge Gestalten vorzustellen sind, die aber von sehr betagten Darstellern geboten werden. Im Kino wird ja dann immer mit Schminke und mit Beleuchtungstricks das wahre Alter verschleiert. Im Theater dagegen kommt man auf die Bühne. Du kannst dich im Alter von 80 Jahren zeigen und dennoch so tun, als wärest du ein Kind. Denn im Theater kann man dieses zweifelnde Nachfragen überspielen. Du kannst ein Maskenspiel veranstalten. Das interessierte mich besonders. Das ist wirklich die radikale Frage des Buches, ganz in der Nähe der Frage nach der Authentizität, der Echtheit. Die Masken, die Rollen, die Schichten der Identität, die wir an uns tragen. Was versteckt sich also hinter dem, was wir als Realität oder als Alltag wahrnehmen? Was steckt hinter dieser Maske des Alltags? Ja, du hast jetzt wirklich etwas sehr Spannendes gesagt, nämlich dieser sehr junge Lehrer, dieser Spätpubertierende, wenn man so sagen will, der nun plötzlich mit 60-Jährigen, nein, 70-Jährigen und Älteren Schülern zu tun hat. Als ich das las, hatte ich das Gefühl, dass dein Roman gewissermaßen ein existenzialistischer Roman ist. Ein Roman, der auch ins Zentrum dieses Gefühl rückt, dass die Zeit verstreicht. So wie wir eben dieses Verstreichen der Zeit hinnehmen, die Hinfälligkeit unseres Lebens akzeptieren. Du zeigst das, indem du versuchst, diese beiden Generationen in eine Beziehung zu setzen, dass man einerseits alt wird und auch notwendigerweise alt werden muss. Und das scheint mir auch ein hochaktuelles Thema zu sein. Du konntest natürlich nicht dir vorstellen, wo wir in einigen Jahren landen würden. Damals, als du das schriebst, konnte man sich nicht vorstellen, dass die Senioren eingehegt werden müssen, dass sie in ihre eigene Sphäre verbannt werden müssen, um geschützt zu werden. Das zeigt doch irgendwie auch die Unfähigkeit unserer Gesellschaft, uns mit den wirklich Alten in Beziehung zu setzen. Du dagegen versuchst, eine Lösung zu finden. Dieser Gedankengang, der eigentlich existenzialistisch ist. Leider ist kein Ton zu hören. Diese Thematik, das heißt, was machen wir jetzt? Ja, sicherlich, das Thema der Beziehung zwischen den Generationen ist hochaktuell, insbesondere in diesem Bündnis zwischen Unbekannten, welches das Theater erwartet. Selbstverständlich braucht man dieses Bündnis zwischen miteinander Unbekannten, nicht nur zwischen den Schauspielern, die ja hinter den Kulissen Hilfe brauchen, sondern hinter den Kulissen wirkt dann der Unbekannte oder das Unbekannte für den Schauspieler, der den Schauspielern erst ermöglicht, dann wirklich hervorzutreten. Dasselbe gilt auch für diese Zuschauer im Parterre, im Parkett. Hier sind also die Einzelnen in ihrer Einzelheit kein Hindernis. Nein, sie sind eine Chance der Erfahrung. Sie können mich in die Lage versetzen, mich doppelt so alt zu machen, wie ich bin, aber auch doppelt so jung zu machen, wie ich bin. Sei es auch die Erfahrung des Lehrers, der die Lichter hochzieht und damit ein Schlaglicht wirft. Das alles wirft ein Schlaglicht auf die Zeit, auf das Alter. Vielleicht ist sogar die Zeit insgesamt das Hauptthema, nicht nur meiner Bücher, sondern auch der Literatur. Es gibt kein Entkommen vor der Zeit. Es ist stets ein leibhaftiger, enger Kontakt mit der Zeit, sowohl in praktischer Hinsicht. Ich schreibe von der Zeit in einer sehr bestimmten Zeit. Wir haben aber auch eine Erzählzeit. Jede Gestalt bringt die eigenen Zeitverläufe mit. Was nun die aktuellen Entwicklungen angeht, wie du hervorgehoben hast, wir haben jetzt gerade in diesen Monaten diese Notwendigkeit, die zerbrechlicheren, gefährdeteren Persönlichkeiten, die älteren Menschen zu schützen. Wahrscheinlich war es im späten 20. Jahrhundert so, dass man das Altern nicht akzeptieren wollte. Man versuchte es zu verleugnen. Man versuchte, das Altern unsichtbar zu machen.
Mich interessierte, genau damit einmal ins Reine zu kommen. Nicht mehr das Alter zu verstecken. Nicht als etwas hinzustellen, das man besser vergesse. Nein, auch dieser Jugendkult, der häufig sogar absurde Züge annimmt. Als könnten wir es vermeiden, in ein gewisses Alter einzutreten, wie man so sagt. Nein, das kann aber auch von Vorteil sein, wenn es die Alternative ist, nicht dorthin zu gelangen. Ganz abgesehen von diesem Doppelsinn, der im Wort steckt. Also diese Situation versetzt einen sehr, sehr jungen Schauspiellehrer in Kontakt mit hochbetagten Schülern. Genau deswegen werden eine Reihe von Fragen ausgelöst. Was kann ich begreifen, lernen von jemandem, der deutlich älter ist als ich? Was kann jemand, der deutlich älter ist als ich, von mir lernen? Insbesondere gelang ich zu einem vorläufigen Schluss. Nino, dieser Lehrer, der auch recht eingebildet und hochmütig ist angesichts seiner 20 Jahre, der kann auch allmählich erfahren, was es heißt, 20 Jahre alt zu sein. Er weiß noch nicht, dass es auch darauf ankommt, sich anzupassen an die, die nicht mehr dasselbe Alter haben. Du bist als Zuschauer und als Darsteller dann tatsächlich vor ein großes Rätsel gestellt. Diese älteren Darsteller haben aber das 20 Jahre alt sein nicht versteckt. Sie tragen ihr Jugendalter in sich, so wie wir auch alles tragen. Wenn ich als 70-Jähriger den 20-Jährigen sehe, dann könnte ich gut mit ihm sprechen. Aber es ist ja nicht so, dass der 20-Jährige im 70-Jährigen verlassen wäre oder verschwunden wäre. Nein, er hat etwas mehr. Er ist noch da. Na, das ist wunderschön, wenn die Altersstufen, die wir durchmessen haben, immer in uns sichtbar wären, stünden wir ganz anders da. Das ist sehr schön formuliert. Du versuchst also eine Art Austausch herzustellen, ein mehr oder minder gewaltsames Zusammenprallen zwischen diesen 70-jährigen Theaterschülern und dem jungen Nino, der sagte, oh, was war das in meiner Zeit? Was bedeutet das eigentlich, wenn man sagt, zu meiner Zeit? Zu meiner Zeit. Was heißt das? Was heißt das eigentlich zu seiner Zeit? Wie lange dauert das? Und was ist eigentlich meine Zeit? Was heißt denn das zu meiner Zeit? Also in diesen Überlegungen wird auch ein Reifungsprozess ausgelöst in diesem jungen Nino. Er greift nun existenzielle Fragestellungen auf. Wollen wir nun versuchen, einen kleinen Abschnitt zu lesen aus diesem Buch, das du geschrieben hast? Also, ich habe gewählt zwei kurze Abschnitte, die einerseits Teresa vorstellen, andererseits Nino und indirekt auch Grazia. Von Grazia sprechen wir nachher. Im Jahr 2012 in einem Reisebüro zu arbeiten, hatte fast schon etwas Deprimierendes. Teresa sprach es zwar nicht aus, aber man verstand es auch so. Da kommt der Ägypter, der sich nach dem Preis für einen Flug von Rom nach Kairo erkundigt. Nur nach dem Preis und flucht. Da kommt der Rumäne, der ein Zugticket nach Pesaro will, aber ohne in Falconara umsteigen zu müssen. Gleich bildet sich eine Reihe in einem Raum, in einem kleinen Raum. Zwei hohe Tresen aus rissigem Holz. Dort, wo sich die Leute mit dem Ellbogen aufstützen, ist das Mahagoni schon ganz hell geworden. Ein steinzeitlicher Nadeldrucker, der sich weigert zu funktionieren, wie er sollte, gibt eine Art Wiehern von sich, ein anhaltendes, aber leises Ihh, fast so, als würde er klein beigeben. Es kommen nur Ausländer und Alte, im besten Fall vollkommen unschlüssige Paare, die eine Hochzeitsreise planen. Alle anderen buchen übers Internet, vergleichen Preise, lesen Rezensionen auf TripAdvisor und brauchen keinerlei Unterstützung. Diejenigen dagegen, die ein Reisebüro betreten, brauchen ein ausgedrucktes Ticket, wissen nicht, was ein PNR ist, und fragen zuverlässig mehrmals hintereinander, ob sie die Fahrkarte noch entwerten müssen. Sagt man ihnen dann, nein, nicht nötig, erwidern sie. Gut,
Aber zur Sicherheit entwerte ich sie trotzdem. In der Regel sind sie über 70. Damit verbrachte Teresa ihre Zeit mit dem Versuch, sich verständlich zu machen. Bei Menschen, die sich noch schwer taten mit der italienischen Sprache, bei Italienern, deren Hör- und Reaktionsvermögen schwer nachgelassen hatte. Auf einem Drehstuhl und mit der Weltkarte im Rücken unternahm sie so oder so jeden Tag eine Reise, wenn auch auf ihre Art. Und das gefiel ihr gar nicht mal so schlecht. Wenn sie Glück hatte und eine achtägige Rundreise auf den Spuren des Sultans mit 7 Übernachtungen für 2 Personen buchte, malte sie sich im Anschluss das Frühstück in einem Hotel in Fes aus, das Mittagessen in einem typischen Lokal in der Medina oder einen Nachmittag in Marrakesch auf dem Gemma Elfna-Platz mit seinen Gauklern, Wasserverkäufern und Schlangenbeschwörern. Mit der Möglichkeit, für einen Aufschlag von 44 Euro pro Person ein Abendessen in einem typisch marokkanischen Restaurant zu reservieren. Auf der Grenze zwischen der Dunkelheit draußen und dem Neonlicht des Bahnhofs Roma Ostiense muss Nino beschlossen haben, sich wichtig zu machen. Nicht übertrieben, aber unmissverständlich. Mir gegenüber, die ich ihn seit einem Jahr nicht mehr gesehen, aber schon seine Aussprache korrigiert habe. Man kann so oder so sagen, beharrte er, auch wenn das vermutlich gar nicht stimmte. Wie dem auch sei, ich flehe dich an, hör auf damit. Da kommt man mit einem schönen Schauspieldiplom in der Tasche aus London zurück, nur um einem Haufen alter Leute gegenüberzustehen? Und nein, das sei ihm nicht auf Anhieb klar gewesen, als ich ihm vorgeschlagen hatte, einen Schauspielkurs zu geben. Ein Theaterlabor für Senioren, einmal die Woche, immer montags, mit einer Abschlussvorstellung im Mai. Und diese Leute soll ich unterrichten? Fragte er und tat ganz entsetzt, die Augen auf eine Art aufgerissen, die man nur als theatralisch bezeichnen kann. Wieder einmal gab er den Clown. Es ging nicht etwa darum, ob er sich dieser Aufgabe gewachsen fühlte oder nicht. Natürlich fühlte er sich ihr gewachsen, wenn nicht sogar zu gut dafür, sondern um das Durchschnittsalter seiner zukünftigen Schüler. 65, 70, Rentner mit nur einem Ziel, nämlich einen Nachmittag in der Woche etwas Spaß zu haben, sich abzulenken, sich wieder lebendig zu fühlen. Ich verstehe nicht, was dich an ihrem Alter stört. Naja, eigentlich gar nichts. Oder vielmehr doch, nämlich, dass sie Amateure bleiben werden, keine Chance mehr auf einen Karrieresprung haben. Ach, hör mir doch auf damit, erwiderte ich. Wie viele von euch 20-jährigen vorlauten Idioten werden auch Amateure bleiben? Fast alle. Weißt du, was der Unterschied ist? Nämlich, dass diese Senioren null Ehrgeiz haben. Wirklich null. Du ahnst ja nicht, wie befreiend das sein kann, warf ich ein. Wenn alle Möglichkeiten bereits hinter dir liegen, du nichts mehr zu erwarten hast, bis auf die paar Tage, die dir noch bleiben, ohne dass du wüsstest, wie viele es noch sind. Ich hoffe, dass dieses Vorlesen, das zugleich auch auf Deutsch erfolgt, ist mittlerweile auch zum Ende gekommen ist. Warten wir noch, bis der deutsche Vorleser auch zum Ende gekommen ist. Also hier haben wir zwei Gestalten, die sehr unterschiedlich sind. Sie sind auch im Laufe der Romanhandlung ganz unterschiedlich. Wie hast du diese beiden Gestalten geschaffen? Was hat dich inspiriert? Wie kam dir eigentlich dieser Einfall, diese so unterschiedlichen zwei Figuren in diese Bühne zu setzen? Bei mir geht es immer mit einem ersten Bild los. Ein Bild, das ziemlich geheimnisvoll daherkommt. Ich weiß gar nicht, warum es ein Bild ist, aber das Bild, das hier am Anfang stand, ist ein Theater, ein bestimmtes Theater in Rom, ein kleines Theater an einem späten Herbstabend, so einem Abend wie diesem jetzt, also Ende Oktober in dieser Jahreszeit, mit einer ziemlich bedeutungsschwangeren Dunkelheit.
ein rauchendes Mädchen in der Nähe eines jungen Mannes, mehr oder minder ihres Alters, vielleicht ein bisschen jünger. Ich wusste noch nicht genau, was dahinter steckte, aber ich sah in meinem inneren Auge diese beiden Menschen. Dann sah ich diese junge Frau noch, die einsteigt in das Auto ihrer Tante, die eben Schauspiellehrerin war oder ist. Und der Junge, der jetzt plötzlich Schauspiellehrer ist. In dieser Welt wollte ich mich bewegen, aber nicht in der Welt der Profis, sondern der Laiendarsteller. Diese große Theaterlehrerin, die ich hatte, aber auch sie ist möglicherweise Amateurin geblieben, denn sie hat es nie geschafft, vollen Erfolg als Schauspielerin zu erringen. Sie bietet diesen jungen Menschen dann den Schatz ihrer Erfahrungen an. Es war also auch ein Versuch, über den Sinn von Ehrgeiz nachzudenken. Was heißt es eigentlich, Erfolg zu haben? Was heißt es, sich eine Existenz aufzubauen? Eine Frage, die man sich immer stellen muss. Denn in einem bestimmten Augenblick dieses Romans taucht ein gestandener Schauspieler auf. Erfolg hat er jede Menge, aber seine Darbietung ist eine bittere Enttäuschung. Er hat eigentlich nichts zu sagen. Die ganze Erwartung, die das Publikum ihm gegenüber hegte, wird schändlich hintergangen. Also dieses ganz tolle Talent, das er hatte, zunächst mal eine leidenschaftliche Theaterseele, aber dann erlischt das. Hier haben wir also natürlich in der Jugend immer noch dieses Brennen, das innere Feuer des jungen Schauspielers. Sagen wir mal, die Messlatten des Erfolges dank dieser Schauspielunterrichtung, die ich selber erfuhr durch einen Lehrer. Ich glaube, dieser nie ganz erfolgreiche Schauspiellehrer kann oder konnte mir mehr geben als ein wirklich erfolgreicher Karriereschauspieler es vermocht hätte. Und das ist eben die Maske, die wir dann uns fast notwendig aufsetzen, wenn wir den Erfolg haben. Hier habe ich also versucht, wirklich ins Theater, in das Wesen des Theaters einzudrängen, in die Beziehung zwischen den Menschen. Das Erste, was ich aber hier geschrieben habe, war nicht die Einleitung des Romans. Das kommt mir jetzt mal wieder in den Sinn. Das Buch ist ja schon vor 4 Jahren herausgekommen. Ich kann mich gar nicht mehr so gut erinnern. Ich habe das ein bisschen beiseite gelegt. Ich habe sogar Mühe, mich jetzt wieder hineinzuversetzen in die Entstehung dieses Buches. Ich war sehr, sehr enttäuscht von dem ursprünglichen Romanbeginn. Das war nämlich die Begegnung zwischen den beiden. Dann kam mir dieser Satz in den Sinn. Ihr wart wunderschön. Aber dieser Satz tauchte plötzlich auf. Der jetzige erste Satz. Ich war sehr unzufrieden mit meinem ersten Beginn. Ihr wart wunderbar. Das war wirklich der plötzliche Schlüssel zur Lösung. Ihr wart wunderbar. Ich saß im Dunkeln. Ich zündete das Licht an und schrieb dann den Beginn des Romans in einem Zug hin, mehr oder minder so, wie er jetzt auch zu lesen ist. Ihr wart wunderbar. Ich fand plötzlich den richtigen Ton. Dieser Ton, eine erwachsene Frau schon etwas vorgerückteren Alters, die sich an die jungen Leute wendet und sagt, ihr wart wunderbar. Damit hatte ich die Erzählerstimme gefunden, wie du sagtest. Hier stabilisiert sich sozusagen die Sicht. Man fragt sich, wo bin ich eigentlich? Das wird nämlich nicht ganz klar. Ich hoffe, am Anfang ist es auch ein bisschen mühselig, sich da zurechtzufinden. Und nach und nach rückt sich alles zurecht. Dann merkt man, wer hier spricht, ist eine dritte Stimme, eine hohe Stimme, die aber zugleich auch verwickelt ist in dieser Geschichte. Es ist eine dritte Person, die dritte Person, die erzählt, aber eine dritte Person, die dann auch in der ersten Person, in der Ich-Perspektive erzählt und sich dann an eine zweite Person im Plural wendet. Das ist doch äußerst merkwürdig, dass hier eine Ich-Erzählerin sich an ein Ihr wendet, eine zweite Person Plural, als wollte sie ihre Geschichte erzählen, die Geschichte dieser beiden, die eine fast Liebesgeschichte erzählt haben. Nicht immer sind ja die Erlebenden oder die es erlebt haben, dann auch die besten Erzähler. Man braucht sozusagen den Blick von außen. Sie
schafft dieses Gerüst der Erzählung. Es ist schwer als Entscheidung. Es ist eine wirklich mühselige oder auch anstrengungsbeladene Entscheidung, die ich da getroffen habe, aus dieser Distanz zu erzählen, der dritten. Hier spürt man auch dieses Heimweh nach der Jugend, die Zärtlichkeit. Das ist nicht mehr das Gefühl des jetzigen Alters. Du hast mir schon das Wort fast aus dem Mund genommen. Denn ich wollte jetzt von dieser Gestalt sprechen. Die Gestalt, die mir am besten gefallen hat, heißt Grazia. Es ist die Tante. Sie hat mir auch besonders gefallen, genauso wie du sie einführst. Nämlich mit diesem Zitat von Walter Benjamin. Er schreibt, in jede Kindheit ragten damals noch die Tanten, die Seen, die ein ganzes Tal durchwirken, ohne noch jeder rein hinabzusteigen. Man beginnt hier zu lesen. Mit diesem Walter Benjamin-Zitat ist sozusagen eine Art Märchenbeginn deinem Roman vorhergesetzt. Es ist etwas kindhaft Zauberisches verstreut und versprüht über diesen Roman, dank dieses Kunstgriffes, wie du schon gesagt hast. Diese Grande Dame erzählt gewissermaßen, wenn sie sagt, ihre Nichte zwinge sie gerade dazu, in die schwierigste und wichtigste Rolle ihres Lebens hineinzuschlüpfen, nämlich die reale Rolle einer Tante, einer Patin gewissermaßen. Hier beginnt sozusagen das Wechselspiel zwischen Echtheit und Kunstgriff, wie du es auch selber gesagt hast. Hast du eigentlich Tanten? Also ganz persönlich, hast du eigentlich Tanten? Also dieses Motto von Benjamin ist etwas, was häufig in Romanen geschieht. Wenn man ein Motto vorsetzt, sofern es nicht nur ein Bildungsbeweis ist, dass man halt sich auskennt und das dann auch unter Beweis stellen möchte. Nein, wenn du dieses Motto als eine Art Schlüssel zum Verständnis sein soll. Ich glaube, ein Motto muss ein gutes Hilfsmittel zum Verständnis des ganzen Romans werden, das sich erst zum Schluss enthüllt. Ganz am Anfang muss es nicht notwendigerweise stehen. Wenn man aber vom Ende her liest, dann eröffnet dieses Benjamin-Zitat wirklich den Sinn des Romans. Und das zeigt das Motto. Es ist ein Abschnitt aus Berliner Kindheit um 1900, dieses Erinnerungsbuch von Walter Benjamin. Da gibt es das Lob auf die Tanten. Die Tanten in meinem Leben hatten sicher auch ihr Gewicht. Aber jene Tante, tja, diese Tante ähnelt sehr stark einer Nenntante. Wir haben ja auch im Deutschen diese Nenntanten. Wir, das sind Wahlverwandtschaften, also Wahltanten. Sicherlich hat eine meiner oder zwei meiner Wahltanten hier Patin gestanden. Was mir am Herzen lag, war diese gefühlsmäßige Bedeutung, die ein Onkel oder eine Tante haben kann, während die Eltern in gewisser Weise zu überwältigt sind oder auch zu stark verstrickt sind in Gefühlen und häufig die Großeltern allzu sehr in Zärtlichkeit zerschmelzen, zu gutmütig sind, eigentlich zu verwöhnend sind, ist eine Tante oder ein Onkel interessant. Sie sind interessante Weggefährten. Sie haben eine gewisse Distanz zu dir. Sie sind nicht nur Komplizen, sie können es werden. Und sie haben ein Vertrauen bei dir, das weder Eltern noch Großeltern genießen können. Manchmal können Tanten oder Onkel sogar noch näher einem stehen als die Eltern oder Großeltern. Also ich habe in dieser Tante Grazia eigentlich alle meine Tanten hineingeflickt. Eine echte Tante, ein echter Onkel kann auch wirklich genauer zusehen, kann unparteiischer sehen, besser wohl als die Eltern. Er kann sich den Luxus gönnen, nur zuzusehen. So als wäre das Leben der Nichte oder des Neffen eine Art Schauspiel.
das zeigt sich auch häufig in der Welt der Märchen, da diese Tante eine Art Fee ist, eine gute Fee, und da sie auch von einem Jenseitsraum spricht, nimmt alles die Färbung eines Märchens ein, die ich dir erzähle, als könnte sie es sich gönnen, mit einem gewissermaßen von oben und von ferne auf das Geschehen gerichteten Blick zu erzählen. Denn sie ist ja eine Verstorbene. Sie blickt von oben herab und auch von der Seite, wie in einem Märchen. Du sagst's. Also, da du gerade von der Distanz sprichst, du hast ja auch Kinderbücher geschrieben. Wir machen nun einen Einschub. Wenn du für Kinder schreibst, dann muss natürlich, du hast es ja zum Beispiel auch mit einer Art Kinderfassung für die Divina Commedia versucht. Wie bewegst du dich da? Du schreibst doch dann anders. Dein Werkzeug ist ein anderes. Wie schaffst du es, von der Erwachsenen zur Kinderliteratur überzugehen? Nun, manchmal gibt man sich der Täuschung hin, als sei das Schreiben für die Jugendlichen oder Kinder leichter als für Erwachsene. Ein großer Irrtum. Denn jedes Alter verlangt seine eigene Art. Für Kinder ist eine Schlichtheit erwartet, die unter größten Mühen zu erreichen ist. Man braucht einen anderen Blick auf die Dinge. Man muss sich sozusagen auf die Augenhöhe der Kinder herabbegeben und die Welt mit den Kinderaugen anschauen. Normalerweise haben wir schon einen Blick auf das, was wir als Kinder erlebt haben. Aber was wir vor 30 Jahren erlebt haben, ist ja nicht so, als würde man es jetzt erleben. Obwohl die Kindergefühle mehr oder minder dieselben sind, spielt doch die Atmosphäre der Zeit eine ganz entscheidende Rolle. Was ist also der Verständnishorizont der heute lebenden Kinder? Da muss man genau auf die Art seiner Wortwahl achten. Man darf nicht irgendwo ins Wörterbuch hineingreifen. Nein, man muss sich wirklich in seiner Sprache direkt anpassen an das, was die Kinder verstehen können. Dann darf man keinen moralisierenden, lehrerhaften Ton ergreifen. Natürlich wandelt einen immer wieder die Versuchung an, hier jetzt ein Fabula Docet einzuflechten. Bei der Divina Commedia hielt ich mich an eine Art Werkzeug, um für Jugendliche das zu erzählen. Ich habe versucht, wirklich die wichtigsten Ereignisse in der Hölle und im Läuterungsberg und im Paradiesgeschehen für Jugendliche fassbar zu erzählen. Noch einmal, ich begann von einem Bild, zum Beispiel Pegasus, einem fliegenden Pferd oder Conte Ugolino. Und dann muss man eine Sprache finden. Man muss diese Sprache erringen, mühsam sich erarbeiten. Insbesondere braucht man auch eine Art Umpolung der Schriftstellersprache. Man spiegelt sich in der Regel in den Büchern wieder, die einem gleich sind. Das ist die Stimmlage, die du dann einnimmst. Du musst aber dein Stimmregister völlig umstellen, wenn du für Kinder oder Jugendliche schreibst. Es geht auch, du sollst jetzt nicht plötzlich ein Contralto werden oder plötzlich im Falsett singen. Du sollst jetzt nicht hier deine Stimme gewaltsam verstellen. Du musst auch den Mut haben, sehr schwierige Themen anzusprechen. Du sollst dich nicht verstecken. In den Märchen wird manches erleichtert, aber sie beschönige niemals Grausames und Verbrechen, wie sie eben im Leben geschehen. Das ist eine Riesengenugtuung für mich, für Kinder und Jugendliche zu schreiben. Denn im Gegensatz zum Schreiben für Erwachsene hat man da wirklich den Vorzug, dass man die echten Reaktionen des Publikums mitzubekommt. Man braucht nur das eigene Buch mal in einer Schule vorzulesen. Dann weiß man sofort, ob das funktioniert oder nicht, was man zu Papier gebracht hat. Ein 7 oder 8 Jahre alter Zuhörer ist ja geradezu von entwaffnender Ehrlichkeit. Wenn er gähnt oder sich abwendet oder einschläft, ja, dann weiß man, irgendwas hat man falsch gemacht. Also, wir würden jetzt natürlich gerne weiter mehr erfahren über diese Kinderbücher. Welche Fragen stellen dir denn zum Beispiel die jungen Leser? Kannst du uns mal eine Frage auftischen?
eine Frage, die dich wirklich angefasst hat oder die dich zum Nachdenken gebracht hat. Nun, die allgemeinen Fragen haben insbesondere damit zu tun, wie das ist, als Schriftsteller zu leben, ein 7-Jähriger, ein 14-Jähriger. Nun ja, dass die sich überhaupt überlegen können, vielleicht später auch mal Schriftsteller zu werden, das wundert mich, aber sie tun es. Ich hätte gedacht, dass die eher daran denken, vielleicht das Leben vor dem Computer zu verbringen. Denn man denkt ja, die Kinder lesen nicht mehr. Ich glaube, hier müssen wir uns wirklich eines Besseren besinnen. Übrigens werden mir häufig auch sehr verwirrende Fragen gestellt. Ein Buch ist zunächst mal ein Gegenstand der Neugierde. Warum hast du eigentlich beschlossen, das zu schreiben? Du schreibst, kannst du davon auch leben? Ein 9- oder 10-Jähriger hatte mal mein Buch gelesen, Die fliegende Kuh. Eine Kuh, die aufgeblasen wird und die dann praktisch wie ein Gas- oder ein Helium-gasgefüllter Ballon davonfliegt. Meine erste Frage. Warum hast du ein Buch über den Tod geschrieben? Das hat mich wirklich auf dem falschen Fuß erwischt, denn natürlich, hinter diesem Märchen gab es radikale Fragen nach der Existenz, nach der Verabschiedung. Ich hatte mir vorgestellt, dass diese letzte Wahrheit im schillernden Gewand des Märchens versteckt sei. Aber nein, dieser 9-, 11-jährige Leser hatte das sofort gepackt. Es ist auch ein Mut, dass er das wirklich sofort wahrnimmt. Ich war höchst besorgt, diese Frage nach dem Tod zu verstecken. Es ist ein Buch über den Tod. Und das hatte dieser junge Leser im Nu erfasst. Denn hinter dieser fliegenden Kuh steckt ja jemand, der sich versucht, von allen anderen zu lösen, den großen Abschied zu vollziehen. Also hier stellt man fest, du versuchst wirklich etwas zu verstecken und zu verbergen. Aber das schlaue Kind findet das sofort heraus, was du versucht hast zu verstecken. Diese Distanziertheit ist jetzt auch für uns ein Anlass, erneut zurückzukehren zu diesem Roman, den wir heute vorstellen. Es gibt ein weiteres Thema, ein wichtiges Thema bezüglich des Verstreichens der Zeit, so meine ich. Die Frage nach der Religion, nach dem Glauben, nach der geistlichen Dimension. Teresa ist eine junge 30-jährige Frau, keine pubertierende, aber auch noch keine wirklich reife Persönlichkeit. Sie zeigt bestimmte Aspekte einer jungen Frau, die vorzeitig gealtert ist. So wird sie auch von Nino wahrgenommen. Diese Wahrnehmung beruht, so meine ich, grundlegend auf ihrem tiefen Sinn für Religion, in ihrem Glauben. Du beziehst dich hier beim Sprechen über diese Komponente auf ein Ereignis, das sicherlich die gesamte Christenheit erschüttert hat, nämlich der Amtsverzicht des deutschen Papstes Ratzinger, also Benedikt XVI., ausgelöst hat. Er verzichtet auf das Papstamt auch aus Altersgründen. Dieses Ereignis wird ja in deinem Roman gespiegelt. Teresa, die also gläubig ist, die ihre Religion auch praktiziert, sie vermag wohl leichter das Vergängliche und den Übergangscharakter des Lebens zu sehen. Tja, sagen wir, das Thema des Glaubens, des Geistlichen, ist sicherlich ein zentrales Thema. Das rührt von einer Wahrnehmung her. In Italien ist die wirklich angebracht. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch der Fall ist. Ich nehme an, und das wurde mir auch so gesagt, dass in den jüngeren Generationen eine große Religionsferne vorherrscht oder dass man sich eigentlich fernhält von dem Ausüben des Glaubens. Das verhindert keineswegs, dass die jungen Leute auch eine religiöse Dimension haben. Aber in Italien nimmt man 10 Leute zwischen 20 und 30 Jahren alt, dann würden 8 von 10 sagen, sie haben keinen angeborenen Bezug zur Religiosität. Sie können sich nicht als gläubig bekennen. Das bedeutet nicht, dass sie Atheisten sind. Sie sind also eher als Agnostiker zu bezeichnen. Mich interessierte etwas,
an diesem fortschreitenden Verlust des Glaubens. Das betrifft auch mich persönlich. Auch ich bin erzogen worden in einem katholischen Umfeld. Nach und nach habe ich das Katholische nach und nach auslaufen lassen. Das bedeutet aber keineswegs, dass ich mich nicht doch auch weiterhin zutiefst befragen würde. Es wäre doch absurd, wenn ein Schriftsteller sich nicht auch diese Fragen stellen wollte. Das ist nicht nur eine Frage, sondern das ist die große Wette. Das ist der große Einsatz in unserem Leben, ob es zum Beispiel Gott gibt. Wenn ich ein Schriftsteller der Realität wäre, wie ich sie sehe, dann würde ich ja das nicht machen. Irgendetwas muss doch darüber hinausweisen. Man könnte das Gott nennen, man könnte das Transzendenz oder Geheimnis nennen. Ein undurchdringliches Geheimnis. Ein Schriftsteller setzt sich mit einem unergründlichen Geheimnis auseinander, das am Grund unserer Existenz ruht. Wie wir auch heute Abend jetzt machen, du in Deutschland, ich in Italien, mit einer Technologie, die die Menschen erfunden haben. Wenn man das erweitert auf das Leben auf diesem Erdball, das ist doch beeindruckend, Laura, wie stark das Geheimnis ist. Wenn du bereit bist, vom Geheimnis zu sprechen, das Geheimnis zu befragen, dann bedeutet es schon, dass du auch diese geistliche Dimension wachhältst. Das bedeutet nicht, dass du in den historisch gewachsenen Formen des geistlichen Lebens gefangen bist. Teresa ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Sie ist unzeitgemäß, sie praktiziert ihren Glauben, sie bekennt ihren Glauben. Nino hat bereits mit 20 Jahren beschlossen, Atheist zu sein. Er lässt sich nicht erschüttern vom Geheimnis. Mich interessiert jetzt nicht, dass am Ende dieses Buches Nino sich verändert. Möglicherweise verändert er sich, möglicherweise auch nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, die Möglichkeit eines Wandels eröffnet sich. Was ist aber die einzige Strategie, die ich hatte, als Deus ex machina, als eine Art Marionettenspieler, um mich zu befragen über das Geheimnis? Er musste sich in ein Mädchen verlieben, die mehr Zugang auf diese Dimension hat. Nur wenn du dich verliebst oder Liebe hast für einen anderen, der mehr hat, kannst du das eröffnen. Kein Freund, kein Verwandter, kein Onkel hätte ihm diesen tiefen Zweifel eröffnen können. Teresa hat mit ihrer merkwürdigen Art, auch mit ihrer sinnlichen Dimension, denn er ist ja sinnlich von ihr angezogen, sie zieht ihn in ein Territorium hinein, das für ihn unbekannt ist. Laura, ich würde sagen, hier geht es nicht so sehr darum, dass er sich keine Fragen zu Gott stellt, sondern dass er überhaupt sich Fragen stellt. Ich bin ein Suchender. Das bedeutet keineswegs, dass ich nicht an Gott glaube, aber dass einer sich diese tiefen Fragen nicht stellt. Wenn er sich wirklich diese tiefen Fragen stellt, dann ist es schwer, dass man sagt, ich glaube nicht. Wenn man sich diese allgemeinen Fragen nach dem Sinn des Lebens stellt, ist es schwer zu sagen, ich glaube nicht. Wir haben im Zentrum dieses Buches eine lange Szene mit einem Art Tennis-Match mit Frage und Antwort. Hin und her fliegen da die Bälle. Vor allem stehen da Fragen, Nino, soll das hier ein Interview sein? Er fühlt sich belagert von diesen Fragen. In seinem Leben nämlich gibt er den Fragen nicht genug Raum. Was ich interessant finde, sind Menschen, die sich keine Fragen stellen. Ich habe Nino gezwungen, sich mehr Fragen zu stellen. Etwas, was mich wirklich bewegt und umtreibt, ist, einen Menschen zu finden. Ob er jung oder alt ist, ist egal. Der sich Fragen stellt. Ich gebe dir noch ein letztes Beispiel. Kürzlich habe ich zufällig ein Buch von Harold Bloom gelesen, diesem berühmten amerikanischen Literaturwissenschaftler. Sein letztes Buch heißt Besessen von der Erinnerung. Ein Herr von fast 90 Jahren sagt, wenn ich 90 werde, glaube ich, dass ich noch was Neues begreife. Wenn du das glaubst, dann bin ich fasziniert von diesem Geschehen, dass Menschen noch jenseits der Schwelle der 90 Jahre an die Chance glauben können, etwas Neues zu erschließen, sich Fragen zu stellen. Unsere Beziehung zu den Fragen ist eine nicht beendbare Beziehung.
Wir müssen uns stets neue Fragen stellen. Je mehr Fragen wir aufhäufen, desto intensiver wird unser Leben. Nino hat auch dank der Begegnung mit Teresa gelernt, neue Fragen zu stellen. Gut, deine Antwort bringt mich jetzt selbst. Ich schaue mal, gibt es Fragen aus dem Publikum? Sie können ja über den Chat Fragen stellen. Keiner wagt bisher, eine Frage zu stellen. Dann möchte ich von etwas anderem fragen. Ein sehr wichtiges Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt, ist die Beziehung zwischen Literatur und Essen. Was nun Essen, also die Orte des Essens in der Literatur angeht. Neben vielen anderen spannenden Themen habe ich an deinem Buch dies besonders geschätzt. Es ist eine Reise durch die Welt des Essens. Es geht ganz häufig um das Essen. Ich erinnere mich eines Zitates eines etwas älteren Kollegen von dir. Er hat geschrieben, der Schriftsteller, der nie vom Essen spricht, von Appetit, von Hunger, vom Essen, von Mahlzeiten, von Küchen, von Mahlzeiten, der flößt mir Misstrauen ein, als fehlte etwas Wesentliches. Da du in deinem Roman von existenziellen Fragen sprichst, und das Essen ist ja wohl etwas Existenzielles, Essere und Essen hängen ja zusammen, also erinnern, dann insbesondere auch das Karfreitagsessen, dann die unterschiedlichsten Rühreier, dann das bare Geklimper der Löffel in der römischen Bar, auch eine Philosophie des Cafés tritt hinzu. Aber das Wichtigste scheint mir, du hast jetzt hier in diesem Hin und Her von diesem zentralen Stück deines Romans gesprochen, in den Augenblick, in diesen entscheidenden Schaltstellen des Geschehens im Roman, aber auch der Beziehung der Protagonisten im Roman. Diese Momente geschehen wirklich gerade bei den Mahlzeiten. Also hier zum Beispiel dieses belegte Brot mit der Eierspeise. Das eröffnete plötzlich die Liebesbeziehung. Dann auch dieses Tak, Tak, Tak beim Abendessen, das entsteht eigentlich im Grunde zwischen verschiedenen Gängern mit unterschiedlichen Aufschnittplatten und dann auch der Vorspeise und dergleichen. Und dann ein wunderschönes Bild von Grazia. In dem Moment, wo sie in die Szene zurückkehrt aus ihrem Koma, sie hat dann das Gefühl, wieder zu leben angesichts ihres Geschmacks am Essen. Was bedeutet das Essen für dich eigentlich? Welchen Schriftsteller hast du da zitiert? Aldo Busi. Bursi. Buzzi. Der andere. Okay. Ja, der andere Aldo. Er, der seine ganze Geschichte mit dem Essen. Aber Aldo Busi würde auch ganz gut passen. Denn das sind wirklich sinnesfrohe Schriftsteller, die Essen und Trinken wirklich hochschätzen. Aber paradoxerweise muss ich dir sagen, das schien mir das Buch zu sein, wo ich am wenigsten vom Essen spreche. Normalerweise spreche ich viel mehr vom Essen. Das ist geradezu ein Tick. Ständig wird bei mir gegessen. Aber das ist sozusagen auch ein bisschen dieses rabläsche Gefühl des Anhäufens, des Schmausens, dieser Wonneproppen, der einfach schlemmt und genießt ohne Grenzen. Unser Boccaccio liefert ja immer wieder Probstücke dessen ab. Wenn ich aber vom Essen spreche, dann spreche ich nicht so sehr von den üppigen Mahlzeiten. Nein, ich spreche davon Unterbrechungen des Alltags. Sobald du dich wirklich in den Alltag hineinlässt, wenn du wirklich den Alltag kennst statt der Geheimnisse, dann ist dieser Alltag doch gegliedert durch unser Essen, Kosten, Trinken. Auch wenn du das zerstreut machst, auch wenn du vor dem Computer ein Butterbrot in dich hineinstopfst oder wenn du irgendwie alles probierst, was du gerade kochst. Die Beziehung zum Essen ist ganz entscheidend. Das Essen und Trinken ist doch
unser Verankerung, unsere Verankerung im Leben. Und es gibt ein Buch von mir, das lautet Schick mir ganz viel Leben, Mandamitanta Vita. Da gibt es ein erzählendes Ich. Das Essen ist vielen anderen Lüsten überlegen. Er sagt das jetzt nicht gerade vor einem üppig aufgetischten Festmahl, sondern vor der Kruste einer wunderbaren Eierspeise. Oder also dieses Gefühl kann ein verschwebender Hauch sein, insbesondere der geröstete Kaffee, wo du an der Theke das zu dir nimmst. Das ist eine rhythmische Gliederung des Alltags. Das ist eine Verknüpfung mit dem Sinn der Existenz. Ich schicke dir ein kleineres Buch. Das heißt, es ist ein Experiment in Marseille. Alles beruht hier auf dem Essen. Ich habe da eine Art Abenteuerurlaub gemacht in einer Straße, wo lauter Ethno-Restaurants in einer Straße in Marseille sind. Das war wirklich eine starke Prüfung meines Magens. 12 unterschiedliche Restaurants. Ich habe diese 12 unterschiedlichen. Sapere heißt ja im Lateinischen. Also Sapere heißt ja verstehen, aber auch kosten. Also das Verstehen ist eine Art Erkenntnisvorgang. Sapere e sapore. Also das ist eine tief mich bewegende Einsicht, dieses Bedürfnis, uns zu ernähren. Dank einer Krankheit kann man dann plötzlich wieder Lust aufs Essen bekommen, den Geschmack. Auch wenn es nur der Geschmack eines Apfels ist. In dieser schlimmen Zeit, die wir gerade durchmessen, wo man sagt, wer Covid-19 hat, der verliert dann auch den Geschmack und auch den Geruchssinn. Wem das mal widerfahren ist, ja, der konnte das wirklich auf ziemlich schmerzhafte Weise erfahren. Als besonders erschreckend gilt halt der Geschmacks- und Geruchsverlust. Wenn also unsere Grazia schafft es mindestens, immerhin schon den Geschmack eines Apfels zu spüren. Wenn man isst und mit Vergnügen und Freude isst, dann bedeutet es, dass man lebendig ist. Ja, ich werde jetzt also mit äußerster Sorgfalt diese Marseille-Reise... wir haben hier zwei Fragen. Beginnen wir mit der ersten Frage. Kannst du diese Frage auch lesen? Bettina, sie schreibt... Sie möchte gern wissen, wie ist eben der Romananfang entstanden? Sie möchte gerne wissen, wie hat sich dann nach diesem Anfang der weitere Schreibvorgang entwickelt? Nun, er hat sich so entwickelt, dass ich mich der Täuschung hingab. Ich könnte eine objektive dritte Person erfinden. Nino und Teresa, das sollte sich so entwickeln. Also dieses Buch entstand dann wirklich in der normalen Erzählerperspektive einer dritten Person. Aber als dann plötzlich dieser Anfang dastand, musste ich das gesamte Erzählgerüst umstrecken. Aber nicht allzu sehr. Ganz am Ende sieht man dann die Klarstellung, die Grazia hat. Wir haben ganz hinten und 20 Sekunden, das ist dann... Giovanni Raboni, da ist ein Gedicht, alles, auch die knospenden Blätter, auch die heranwachsenden Kinder, alles hat irgendwann keine Zukunft mehr. Alles hat irgendwann keine Zukunft mehr. Das ist der Schlüssel. Das gilt auch für das Motto am Anfang und das gilt auch für dieses letzte Motto. Wenn wir das Gefühl haben, es gibt irgendwann keine Zukunft mehr, dann begreifen wir auch, warum diese Gestalt es vermag, Dinge zu sagen, die ein Lebender nicht erkennen kann, um auf die Frage zu antworten. Es ist, als hätte ich die dritte Person vollständig umformuliert, die nach und nach Mitwisser und Mittäter der beiden Hauptgestalten würde. So als wäre jemand, der direkt beteiligt ist, das nicht imstande zu sehen. Ein Unbeteiligter kann also mehr sehen, eben aus der Sicht. Gibt es da noch eine andere Frage? Ja.
Zunächst mal Komplimente für deinen wunderschönen Roman. Ganz stark, wie du es schaffst, die Beziehung zwischen den Generationen zu beschreiben. Das scheint mir wirklich ein absolut neues Thema zu sein. Ich danke dir auch für die Perspektive der Tante, welche meine ist. Es ist eine Liebesgeschichte, aber auch eine universale Menschheitsgeschichte. Die Person, die stets mit einer Stimme aus dem Jenseits erzählt, eine Stimme der Weisheit und des Gefühls. Vielleicht ist es auch eine Geschichte der Liebe zum Leben, insofern es eben schwierig, Fragen belastet ist, voller Leiden und dennoch irgendwie heiter. Das ist keine Frage, das ist ein Kompliment, das ich mit größter Freude entgegennehme. Diese wunderbare Idee, dass diese Person aus dem Jenseits her erzählt, das ist die Stimme der Weisheit und des Gefühls. Das ist eine perfekte Definition. Nicht so sehr, weil ich imstande gewesen wäre, das zu schreiben, sondern weil ich das wollte. Es ist interessant. Der Titel dieses Buches, nämlich zwei Adverbien, nicht nur, man könnte sagen, es ist eine Liebesgeschichte. Ich wiederhole es. Fast nur, quasi solo, fast nur eine Liebesgeschichte. Ich würde sagen, jede Geschichte ist fast nur eine Liebesgeschichte. Was immer man auch sagt, in dieser Geschichte ist es doch stets die Geschichte, ob es nun die Geschichte zwischen Lehrer und Schüler ist oder zwischen Schauspieler und Zuschauer. Es ist fast immer eine Geschichte, nicht nur von Liebe. Wahrscheinlich ist auch das Schreiben eine fast nur Liebesgeschichte. Da ist immer eine leidenschaftliche Anteilnahme. Das sind Gefühle im Spiel, Beziehungen mit der Welt, mit den anderen. Und das ist eben diese Folge von fast nur. Mir gefällt die Tatsache, dass dieser anonyme Besucher eben das Buch als eine Art Liebeserklärung an das Leben sieht. Danke, Teresa, danke, Nino. Sie erfahren in diesem Reigen unterschiedlichster Formen eine Liebe. Es ist auch die Liebe zum Leben. Sicherlich, so kann man das sehen. Das ist eben ein Blick auf das, was weiter ist als das. Vielleicht könnte jetzt jemand sich entmutigt fühlen von diesem Titel. Fast nur eine Liebesgeschichte. Das könnte auch ein irreführender Titel sein. Vor einigen Jahren haben wir das aber im Gespräch mit Laura festgestellt. Vielleicht beginnt da eine neue Liebesgeschichte, wenn das Buch endet. Ich schaue noch einmal auf die Uhr. Wir hatten ja gesagt, wir würden aufpassen auf die Zeit. Ich möchte nun zum Schluss kommen, indem ich etwas vortrage. Nicht am Ende des Buches, des Romans. Es sind stets noch die Worte der Tante. Ihr wart wunderbar. Sie, zum Schluss des Buches sagt sie es noch einmal. Sie fasst damit eigentlich das gesamte Geschehen dieser wunderbaren Geschichte nochmal zusammen. Ihr wart wirklich wunderbar. Ja. Und das Schauspiel der Jugend ist in den Augen desjenigen, der sie verloren hat, immer ein Wunder, das einen erbeben, aber auch verzweifeln lässt. Wenn man jedoch trauert, dann immer nur um sich selbst. Nie euretwegen, das nie, nicht um Menschenkinder, die einen so wenig enttäuschen und im Besitz des einzigen Reichtums sind, den man wirklich andere beneiden kann, im Besitz von Zeit, die noch vor ihnen liegt. Ich weiß nicht, ob unser Simultandolmetscher das übersetzt hat, sonst kann ich das auch auf Deutsch vorlesen. Gut, dann lese ich das. Nein, muss ich es nicht lesen? Also, er hat es schon übersetzt. Und damit danke ich erneut Paolo Di Paolo. Vielen herzlichen Dank. Danke an alle virtuellen ZuschauerInnen. Danke an all jene, die sich in diese ZuschauerInnenrolle hineinbegeben haben. Danke an die Buchmesse hier in Frankfurt. Der Wunsch, den wir uns wirklich alle auf das Panier schreiben können, ist, dass wir dich mal baldmöglichst direkt erleben dürfen. Hier, nicht in Frankfurt, auch in Frankfurt. Aber du musst mal eine Rundreise durch Deutschland machen. Du musstest darauf verzichten im Jahre 2020. Wenn alles gut geht, wenn alles sich einrichtet, dann können wir uns auch in Fleisch und Blut begegnen.
nicht nur von diesem Buch sprechen, fast nur eine Liebesgeschichte, sondern auch von einer neuen Übersetzung, Aus den Augen. Mit diesem Buch hast du den Viareggio-Preis 2020 gewonnen. Paolo, danke nochmal. Wir warten auf dich. Wir wollen dich anfassen. Schluss mit dem Social Distancing, sondern Begegnung in Fleisch und Blut. Gestatten Sie mir auch zu danken einigen Personen und Institutionen, die nicht nur diesen Abend heute Abend ermöglicht haben, sondern alle Abende ermöglicht haben innerhalb der Buchmesse. Heute Abend danke ich besonders erneut Alessandra Balesi Hansen vom Non Solo Verlag. Dann gibt es natürlich die italienischen Institutionen, die italienische Botschaft Berlin, das Generalkonsulat Frankfurt, die beiden Kulturinstitute, das italienische mit Professor Foy und Frau Dottoressa Mazza vom Kulturinstitut Köln und Professor Luigi Reitani, der es erneut in diesem Jahr mit großem Optimismus und Pragmatismus verstanden hat, ein italienisches Programm auf die Beine zu stellen, sodass man in diesem großen Messegeschehen im virtuellen Raum danke kann. Wir danken auch unserem Simultandolmetscher, Herr Hampel. Ich habe zwar das nicht zugehört, aber ich hoffe, dass unsere Zuhörer das gehört haben. Sie waren unsere Stimme, Sie waren die deutsche Stimme. Era la voce tedesca, così come Sie waren die deutsche Stimme, so wie Teresa, wie Tante Grazia im Roman die Stimme von außerhalb der Bühne war. Erlaubt hat, uns besser also zu verstehen. Vielen Dank. Domani ci sarà l'ultimo incontro. Morgen wird es das letzte Treffen geben zum Thema Gestärkt aus der Corona-Krise eine neue Balance finden. Erneut, also lieber Paolo aus Frankfurt, ganz herzliche Grüße. Ich zeige noch einmal die beiden Romane in den beiden Sprachfassungen. Danke an Sie alle. Auf Wiedersehen, hoffentlich bis bald. Dankeschön, Laura, danke an alle anderen.